Jetzt, wo wir den Code geknackt haben, können wir endlich nach oben. Hey! Ja, wir haben es aufgekriegt. Hat ja gerade jemand den Code eingegeben? Wer war das? Oh je, vielen Dank auch, jetzt alles aus. Oh, meine Familie, meine arme Familie. Wieso passiert sowas immer nur mir? Das war unheimlich verantwortungslos. Sorry? Ist ja gut, reiß dich mal zusammen. Ein Freund von uns wurde entführt und hergebracht. Wir sind hier, um ihn zu retten. Wir hatten nicht vor, dir irgendwelche Probleme zu bereiten. Ja, wollt ihr jemanden retten? Bitte! Wir machen uns solche Sorgen. Diese Kinder, sogar diese kleinen Kinder, versuchen zu helfen. Und dich, was tue ich? Ach, chill mal. Komm, geh in die Pause, gönn dir ein Brot. Na gut, ich will verraten, was wirklich vor sich geht. Ein höchstverdächtiges Trio ist hier plötzlich aufgetaucht. Sie haben dafür gesorgt, dass meine Familie von grausigen Vögeln verschleppt wurde. Und dann haben sie gedroht, meiner Familie weh zu tun, wenn ich ihnen nicht gehorche. Ein verdächtiges Trio? Damit können nur diese komischen Typen gemeint sein. Ich weiß, es ist unverschämt, darum zu bitten. Aber wäre es vielleicht möglich, meine Familie gleich mitzuretten? Ah, natürlich! Wirklich? Oh, tausend Dank. Die drei Gestalten sind durch den Verbindungsgang in der dritten Etage gegangen. Also dann, vielen Dank im Voraus. Dritter Stock also. So, so. So wird jetzt. Ich komme jetzt mit dem zweiten. Ja, Etage 2. Mhm, was haben wir hier? Wege über Wege. Hö. Die Form hat mich gerade erschreckt. Ah. Warum ist hier eine Mülltonne, die sich bewegt? Und Mist, Mara muss sich jetzt immer noch alleine wehren. Aha. Ah, das sind auch das sind kleine Anstecker, die sich halt tarnen. In so einem, weiß nicht, in so einem Mülleimerkäfig. Süß. Bonk. Ah, manchmal kriegen die aber auch ihre Dinger wieder zurück, wie es scheint. Boah, ich kann die nicht alle auf einmal besiegen, ne? Ah, lohnt sich das jetzt zu kämpfen? Wird das nicht viel zu lange dauern? Boah, ich weiß es halt nicht. Gib mal auf die Klemmergeier. Der kann zumindest mal abhauen. Ah, er lebt immer noch. Hm. Oh. Okay, die... Ah, der rennt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben. Hätte er mich jetzt erwischt, wäre ich gestorben. Okay, ich muss meine Stecker umändern. Der ist jetzt sowieso leer, ne? Ja, der ist jetzt leer. Nein, ich... Ist nicht schlimm, der Kampf hätte sowieso so lange gedauert. Warte. Machen wir den mit Luigi später. Nicht Ausrüstung, sondern... Nein, auch nicht das. Stöpseln, richtig. Okay, One-Up-Pilz wäre nicht schlecht und statt Konter. Eigentlich was anderes gut. Oder ich baue mal was? Was haben wir denn noch? Hammer-Attacken? Nee. Sprung-Konter und Stampf-Attacke hört den Schaden. Hm. Ist ganz okay. Ah, bin ich jetzt kein Fan von den Sachen. Lass ich erstmal liegen. Was ist das für ein Telefon, Alter? Die Geld hat bestimmt so eins. Und was ist das überhaupt? Die Gegenstände sehen ein bisschen kindisch aus. Ja, okay, was heißt kindisch? Eher halt so verspielt. Sag ich mal. Gucken wir uns ja erstmal um. Hallo! Hä? Was? Gülder Hoch- und Tiefbau. Schützsäule. Serie Nummer 6. Ist das hier ein anderes Passwort? Okay, 6491. Weil ich mir das merken können? Ich mache einen Screenshot davon. Hier, Freunde, macht euch einen Screenshot. Dring! 6491. Das hätte ich mir nicht merken können. Ah! Obwohl es ist ja ähnlich wie das andere, pass auf Füllen. Tatsächlich. Hier ist nichts. Nur die beiden Blöcke und ein paar Gegner. Den ich jetzt mal aus dem Weg gehen werde. Ich möchte ja jetzt ungern kämpfen ohne Luigi.
bin froh, dass ich, bevor ich hier auf die Insel gegangen bin und diesen Plan ausgeführt habe, dass ich Luigi noch das Level abgegeben habe, dass er auch schnell Leveln erlernt hat. Jetzt haben wir nämlich noch weiter voneinander entfernt. Okay, Etage 3. Hier soll sich irgendwo Luigi aufhalten, habe ich gehört. Wo denn? Ist da vorne was? Nö. Ist alles leer. Alles weggefegt. Leer geräumt. Was zum... Ist wieder einer dieser Röhren, wo man nur als Ball rein kann? Es wäre schon lustig, wenn man wieder als Ball... Wenn man sich wieder als Ball transformieren könnte, wie in Palace in Time. Was ist nicht so? Was? Da wartet ihr jetzt, dass ich eine Brücke baue, oder was? Ich hole den magischen Finger. Mit dem mache ich das. Ist das so ein Spielercursor? Mario traut sich nicht. Ah, Spielephysik sagt, ihr seid uns verwandt. Oh. Luigi! Wenn Luigi noch nur hier wäre. Was macht er denn gerade? Oh. Mal Mario! Aufgepasst, Jaxel! Seid vorsichtig, was den grünen Nasenhaarzüchter angeht. Der sieht zwar nicht aus, als wäre er die hellste Birne im Kronleuchter, aber wir haben keine Ahnung, zu was da alles imstande ist, klar? So, was von Klappers? Wollen wir es hoffen. Und? Verfrachten wir den Grünen jetzt zur Gierleuchtturminsel oder was? Sieht ja nicht so aus, als würde der freiwillig für uns arbeiten. Wir können ihn aber auch nicht einfach hier lassen. Und drüben könnten wir ihn einsetzen, um an den roten Nasenhaarzüchter ranzukommen. Ausgezeichnete Idee, dann steht unser Plan. Wir da, Pläne spielen ist anstrengend, also machen wir jetzt erstmal ein Päuschen. Und wenn wir wieder da sind, wird der Kerl zur Gierleuchtturminsel gebracht, verstanden? So, was von Kabas. So, was von typisch. Behandeln uns wie die letzten Hirnis. Gönnen wir uns eine Imbisspause, bevor sie zurückkommen. Hä? Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Die Wachen sind einfach verduftet. Dann nichts wie raus hier. Wir müssen Mario finden. Na endlich. Oh yeah. Ich habe mich ja so geärgert, könnte ich mit A springen. Nee, kann ich nicht. Gut so. Ich kann sogar mit Bild Leute ansprechen, das finde ich gut. Psst, nicht so laut, bitte. Jetzt bloß ich den Kopf fallen, sonst werden wir als nächstes weggebracht. Ich bin doch gerade erst befordert worden. Wieso muss das auch nicht mir passieren? Chill, Kollege. Ganz ruhig, ganz entspannt. Ich war gerade dabei, Pause zu machen, als man mich plötzlich entführt hat. Na, hoffentlich bekomme ich die Fehlzeit nicht vom nächsten Gehalt abgezogen. Immer mit der Ruhe. Keine Panik. Schuschatmen. Chill, ruht euch aus. Hier ist chillig. Tja, das wird dann wohl nichts mit unserem heutigen Tagespensum. Aber ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Schließlich sind wir eingesperrt. Ja. Ich muss mal ganz dringend. Wohin? Auf Toilette? Was, wenn das alles nur ein fieser Plan ist, um uns vom Markt zu verdrängen? Ich muss hier raus. Jede Sekunde, die ich hier drin festsitze, gehen uns die Gewinne flöten. Bist doch nicht der Einzige, der arbeitet, oder? Denke ich mal nicht. Oho. Wie gerufen kommt das hier? Nicht? Kann ich irgendwo lang? Irgendwie nicht. Moment. Boing, boing, boing. Ah, ich kann die Wege aber aufmachen. Mhm. Am besten auch schon mal. Na komm. Und wenn wir sowieso schon mal dabei sind, holen wir uns auch den Block. Münzen! Oh, viele Münzen, viele Münzen. Oh, 100 oder so. Nicht schlecht. Ah ja. Toll. Gar nichts. Also wenn ich hochspringen kann, der kommt hier nicht mehr raus. Außer wir helfen den anderen natürlich. Und das wollen wir auch. Wir wollen den anderen natürlich helfen. Habe ich recht? Ah, hier kann man lang. Okay. Okay. Kann da durchhämmern, aber geht nichts kaputt. Hier können wir lang. Aha. Wir sind ausgebrochen. Hey du, ja du da stolzer Grünling. Mit deinem blöden Hammer hast du unseren schönen Holzkisten beschädigt. Dafür wirst du doch aufkommen, oder?
Bro? Ernsthaft? Darüber regst du dich jetzt auf? Wir haben gerade größere Sorgen. Bitte hol mich raus. Ich bin schon so lange hier drin und für Überstunden werde ich nicht mal bezahlt. Ach, aber ich bin diejenige mit den falschen Prioritäten? Werter Herr? Ja genau, Sie da mit dem prächtigen Barthaar. Mit dem Sicherheitssystem auf Ihrer Seite lässt sich dieses Tor entriegeln. Chef? Seit wann sind Sie denn hier drin? Du weißt schon, du kannst mich die ganze Zeit 5 Meter entfernt sehen. Überleg wohl zu scherzen. War von Anfang an hier drin. Aber zurück zum Wesentlichen. Da drüben. Er sieht anders aus ohne sein Outfit. Ohne sein Chef-Outfit. Dieser Mechanismus zum Entriegeln des Tors benötigt 2 Personen. Sie werden also eine weitere Person finden müssen, die ihnen dabei zur Hand gehen kann. Die Unhöflichkeit meiner Mitarbeiter bitte ich übrigens zu entschuldigen. Nun, wie dem auch sei, sie sehen zwar nicht allzu kompetent aus, aber ich glaube trotzdem fest daran, dass sie uns hier rausholen können. Nicht allzu kompetent? Das zeige ich euch. Klar bin ich kompetent. Hey. Aber nicht nett. Ich mache dafür eure Ochsen kaputt. Ja? Wahnsinnig werde ich hier. Komplett. Pilz. Da kommen wir jetzt durch. Code können wir mit eingeben. Gehen wir weiter. Wir werden wahrscheinlich kämpfen müssen gegen diese Stechsel. Oh, Mario! 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 Mario steht einfach nur die ganze Zeit da. Komisch, bisschen awkward. Ja! 6, 4, 9. Was war das andere? 1? Mario, pur bin ich erleichtert, dass wir uns gefunden haben. Die entführen die Isolana und werden. Was? Achso. Die entführen die Isolana und die werden sie dann zu der Gigaleuchtturminsel schicken. Irgendwie zwingt man sie dort offenbar, dieses Omen zu produzieren. Wir müssen schnell zu der Gigaleuchtturminsel. Deshalb werden die entführt, weil die gezwungen werden zu arbeiten. Ach, fast vergessen, da waren ja noch andere Leute eingesperrt in den Raum. Die müssen wir befreien. Hm? Luigi! Ja, neue Items, hä? Cool! Das hat Dr. Wolfson für dich angefertigt? Nicht schlecht, Luigi. Ach, oder haben beide Bros jetzt andere Attacken bekommen? Er das und Mario das Ei. 6, 4, 9, 1. Merken wir uns das. Und ab nach oben. 6, 4, 9, 1. 6, 4, 9, 1. 4, 9, 1. Gegen die will ich jetzt auch noch kämpfen. Aber erstmal mache ich den Code, bevor ich es vergesse. 6, 4, 9, 1. Sind da welche? Nö. 6, 4, 9, 1. 4, 9, 1. The Hex 4, hier, 9, 1. 6, 4, hier, noch ein 1. The Hex 4, 9, 1. Down, down, down. 6, 4, 9. Aha, 1. Jetzt sind wir drüben angekommen und wir müssen das Passwort aufteilen auf 2 Leute. 6. 4, 9, 1, bonk, bonk, wie? Luigi! Ist die Reihenfolge anders? Oh nein. Ich hab nicht gelesen, welche Leute welche war. Das gibt's doch nicht. Da muss ich nochmal runter. Okay, wenn ich dann runtergehe, kann ich ja schon zumindest schon mal die Gegner bekämpfen. Habe ich ja gesagt, dass ich das machen werde. 6, 4, 9, 1. Hä? Da steht halt nichts anderes. Also da steht nicht, ob das richtige Reihenfolge ist oder nicht. Da steht irgendwie gar nichts. So, hier waren nur... hier waren nur diese Blöcke. Hä? Ich was falsch gemacht? Habe ich die Zahlen falsch eingegeben? 6, 4, 9, 1. Wie ist das? Das ist falsch. Oder die Reihenfolge muss anders sein, aber woher soll ich denn die Reihenfolge jetzt wissen? Woher soll ich denn wissen? Oh, ich habe ihn den Hut abgeschlagen und das wollte ich gar nicht, der Arme. Na, okay, die sind böse, wir müssen das machen. Oh, einfach allen! Ah, Mist. Oh, gerade noch so. Okay, Luigi. Probieren wir mal unseren neuen Bro-Move aus. Was sagst du? Hä?
Ja, ist wirklich so. Eierlauf. Lass Mario mit A oder Luigi mit B zum Ei eilen. Ziele mit dem linken Stick und Spektrum mit X. Was? Okay. Hä? Was? Ich konnte mich gar nicht bewegen. Okay. Das ist aber ganz anders als bei das in Time 2. Was haben wir hier? Donnerdynamo. Erzeuge abwechselnd mit Mario A und Luigi B Strom. Drücke rechtzeitig X für Blitzregen. Aha. Erzeuge abwechselnd Strom. Und dann X. Am Ende. Habe ich jetzt so verstanden. Ach so. Jetzt. Okay, ich muss kurz vor Ende dann X drücken, sonst zählt es nicht mehr. Das muss man abwechselnd machen. Ich hab's gespammt. Man darf's nicht spammen. Mist. Mario wird nicht sterben. Dann hören wir halt nicht zu. Egal. Er kriegt den One-Up-Stecker. Leave it to me! Take this! Oder eher gesagt, I take this. Okay. Ach, keine BP mehr. Sirup-Oma. Danke, schön. Okay, dann. Let's go. Den da. So, endlich wieder Fahr 1. Sehr schön. Lucky. Nein. Ja, gut. Ein Tropfen. Aber verschwendet. Was will ich jetzt nochmal versuchen? Demo. Was soll ich vorher machen, ne? Ich Idiot. Ah. A, dann B. What? Da kommt Yoshi. Und dann flieht er einfach. Ich versuch's nochmal. Das sieht sehr interessant aus. B. A. X. Bam. Und Yoshi! Komm her! Boah, das wird Rückenschmerzen geben. Danke, Yoshi! Ich hau ab. Ja, nimm das Geld. Okay. Meinetwegen nehme ich das an. 6491. Das ist immer noch das Gleiche, was ich im Kopf habe. Ich weiß nicht. Freunde, warum habe ich so Probleme? Mit diesen Codes, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. This can't be happening. Was soll denn der Müll, der Unfug, der Unsinn? Das ist übrigens einer dieser Röhren. Sollten wir im Auge behalten. Führt hier irgendwo nach unten. 6, 4, 9, 1. Warum nicht? Habt ihr einen Tipp? Ah, Verschenke, vielleicht bekommt ihr den Mechanismus und entregeln jetzt auf. Oh ja, holt uns hier raus. Für diese Überstunden werde ich nicht bezahlt. Wie kriegen wir denn das denn jetzt auf? Wenn ihr uns wirklich befreien wollt, unser Chef hier weiß, wie das funktioniert. Ah, nun sind es schon zwei werte Herren mit prächtigen Barthaar. Sehr schön. Als nächstes fehlt nur noch der Zahlencode, der dieses Tor öffnet. Bedauerlicherweise bin ich für einen anderen Bereich des Gebäudes zuständig. Insofern ist mir der Code leider nicht bekannt, doch ich besitze diese geheimen Dokumente. Solche werden auf Guild manchmal genutzt, um geheime Codes untereinander zu teilen. Darin finden Sie Hinweise zu allen vier Zahlen. Bitte werfen Sie einen Blick drauf. Ah, die Reihenfolge ist anders, okay. Warte mal, der Code unten ist komplett falsch? 6491 ist falsch? Ist das einfach nur ein Red Herring? Security-Kameras? Dreieck. Ist das erste. Was für ein Dreieck? Ich habe noch nie ein Dreieck gesehen. Security-Kameras sind, glaube ich, zwei Stück. Was? Es gibt vier Pflanzen und noch eine andere. Und diese spezifischen zeigen zweiten. Oh, 6491 müssen wir Plus und Minus rechnen. Okay. 6 plus 4 haben wir 10.
Minus 9 haben wir 1, plus 1 haben wir 2. Also das dritte ist 2. Was? Security-Kamera unten? Das ist ein Hochsicherheitstor, daher sind die Hinweise für den Code ziemlich kryptisch und knifflig. Dennoch sollte es möglich sein, die Zahl mit diesen Hinweisen herauszubekommen. Ich würde Ihnen da selbst gerne selbst helfen, doch offensichtlich kann ich gerade nicht weg. Und um die Hinweise zu entziffern, muss man sich hier im Gebäude umsehen. Also viel Glück. Na gut, dann ran den Speck. Hä, ich weiß noch nicht, ob euch das irgendwie hilft, aber seht ihr die Kamera dort? Ach, hier sind Symbole. Taucht da so etwas Ähnliches nicht auch in den Hinweisen auf? Überprüft doch mal die Kamera, vielleicht kriegt ihr etwas heraus. Es sind nicht gerade wenig Hinweise. Am besten gehen sie der Reihe nach einmal durch. Okay, das dritte haben wir. Das dritte ist 2. Okay, gucken wir uns die Kamera hier mal an. Ah, okay. Die Kamera soll man nicht zählen. Die Kameras zeigen, was man zählen soll. Und was man da sieht. 4 Stück. Das heißt, die Antwort ist 4. Warte, was sagt er denn an? Warte, das zeigt auch noch mehr an. Das sind 6. Dann ist 6 richtig. Okay, 6 ist also richtig. Das heißt, diese Pflanzen und die andere Kamera. Warte mal, aber bei den Pflanzen. Ich muss nochmal mit ihm reden. Also nochmal. Okay, also, wir müssen nur die anderen beiden herausfinden. 5 Pflanzen. Dritte und fünfte Pflanze haben etwas. Und eine Security-Kamera zeigt auf 4 Blöcke, wo der untere wichtig ist. Schauen wir uns mal um. Ich bin mir sehr sicher, die Mario-Blöcke sind schon mal richtig. Kann man nicht vorstellen, dass die falsch sind. Genau, das erste wird auch 2 Kameras angezeigt, weil hier 2 Kameras sind. Hey! Ja, was geht ab? Wir sind drüber geflogen. Luigi, endlich sind wir alle wieder vereint. Oh ja. Und was gibt es auf der anderen Seite? Was? Da werden Leute gefangen gehalten, die arbeiten? Oh nein, wir müssen sie schnell da rausholen. Klar, wenn sie gefangen gehalten. War es nicht klar? Dass sie entführt werden, hier gefangen gehalten? Es gibt für jede Zahl des Geheimcodes einen Hinweiszettel? Na nun, hey Leute, haben wir einiges davon nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich glaube schon. Yep, haben wir. Dann sollten wir uns dort mal genau umsehen. Ihr macht das für uns? Das wäre nett. Nein. Na gut. Moment mal. Wollt nach rechts gehen, aber warte mal, hier ist noch was. Guck dir die Töpfe ganz genau an, dann siehst du, was ich meine. Wir sollten uns die Töpfe nochmal ansehen, angefangen beim vordersten. Mach, sag doch mal was. Ah, das wird doch nichts. Werfen wir noch. Werfen nochmal einen Blick auf den Hinweiszettel. Warum habt ihr den? Siehst du, wie gesagt. Oh, warte, ich steig da nicht mehr durch. Haben mich befürchtet, uns fehlen noch irgendwelche Hinweise. Ich hab doch gesagt, wir sollten mit dem vordersten Blumentopf anfangen. Hey, kannst du nicht mal die kurze Klappe halten? Was? Ja, ist gut. Ich hab aus dem nochmal gedrückt. Ja. Okay. Ist gut. Ja, ich hab's. Hi, hi. 1, 2, 3. Kleiner als 6. Was? Kleiner als 7. Größer als 5. Kleiner als 6. Das ist richtig. Kleiner als 6 ist wichtig. Größer als 8. Und der ist wichtig. Größer als 4, kleiner als 6, 5. Okay, gehen wir das schon mal ein. In den letzten können wir dann raten. Obwohl, warte mal. Das können wir uns ja merken. 5. Ist auf jeden Fall 5, das ist einfach gewesen. Und hier? Das letzte Rätsel checke ich irgendwie nicht so wirklich. Ich glaube, da rate ich einfach, wenn ich ehrlich bin. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wo man das hätte herausfinden können, weil da blicke ich gerade nicht so ganz durch. Ich rate jetzt einfach. Das ist mir einfacher. Wenn ich 3 von 4 Dingern schon habe, dann mache ich das so. Vielleicht ist auch direkt schon richtig, so wie ich es habe. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht.
So, einmal springen reicht. Ah, Luigi muss ich machen. 2 ist es nicht. 3 ist es nicht. 4 ist es nicht. 5 ist es nicht. 6 ist es nicht. 7, 8, 9 ist es. Ich hab's ganz kurz gesehen. Ich glaube, es war 6, 5, 2, 9. 6, 5, 2, 9 war es, glaube ich. Hey, ich bin frei. Vielen Dank. Was sehe ich da? Wir haben das Tor ja gar nicht zugemacht. Schock, schwere Not. Die Wachen. Wir müssen uns verstecken. So ein Glück, dass wir das noch bemerkt haben. Sonst hätten wir uns wieder was anhören können. So, dann wollen wir mal. Hier ist ja der AN-Schalter. Der An-Schalter. Ups. Super, so muss das. Ich können wir die hören dadurch. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Und ich dachte, wir wären endlich frei. Es muss doch irgendeinen Weg herausgeben. Ja, es muss einen Weg herausgeben. Es tut doch einen geben. Warum rastet der so aus? Vielleicht durch diese Schächte hier? Lass uns mal alles nochmal untersuchen. Also hier ist wahrscheinlich nichts. Aber warte mal, hier drüben bestimmt. Knopf, hämmern. Nix, nix da. Wir müssen jetzt nochmal genauestens umschauen. Die Lösung steht hier bestimmt irgendwo geschrieben. Sie kommt ja hier hoch. Hier entlang. Ja, gut, das hilft jetzt gar nicht weiter. Was mach ich denn bloß? Was mach ich denn? Ja, chill mal. Sobald ich hier raus bin, gehe ich in eine andere Abteilung. Diese Situation erinnert mich irgendwie an eines von diesen Escape Room Spielen. Also Augen offen halten. Irgendwann findet sich bestimmt ein Hinweis. Das ist ein Escape Room hier? Ich hätte geahnt, dass uns unsere Sicherheitsmaßnahmen mal zum Verhängnis werden. Wie heißt es so schön? Weniger ist manchmal mehr. Oder so ähnlich. Und ich dachte schon, wir werden gerettet. Es muss auch irgendwo einen Weg nach draußen geben. Diese Röhre hier. Luigi, hast du eine Idee? Ah, diese Röhre. Damit lassen wir bloß Berichte und dergleichen in die Eingangshalle sausen. Von uns passt da bestimmt niemand hindurch. Oh. Erinnerst du dich noch, Mario? Damals. Bei Partners in Time. Ja, ich erinnere mich. Hast du wieder einen deiner tollen Einfälle, Luigi? Ja, eine Flashback. Hä? Ich glaube, es geht los. Ihr wollt euch in einen Ball verwandeln? Oh ja! Finde ich cool, dass es wieder zurückkommt. Der Brüderball. Was? Wie? Ich werde Ballaballa. Nee, ich werde Ballaballa. Ich bin ein fucking Ballmann. Oh, jetzt können wir so viel backtracken. Mir fällt so viel wieder ein. Oh mein Gott. Da war einiges zu spaßen. Zu rollen. Oh, hier wird aber schwindelig. Gibt's ja nicht. Das hat tatsächlich geklappt. Na gut, der Ball hat jetzt aber nicht seine alte Glory. Damals konnten wir mit dem Ball schneller sein, aber jetzt sind wir langsam. Außerdem sieht der Ball irgendwie aus wie ein bestimmtes Logo. Hallo, alles in Ordnung? Oh ja. Okay, ihr habt wohl so einige Verwandlungen drauf, was? Das ist wahre Partnerschaft. Wie auch immer. Zwei Brüder als Ball. Nennen wir es den Brüderball. Ach, genial. Yeah, Brüderball erlernt. Oh, wieder erlernt. Das Ufo war komplett neu. Obwohl die Fähigkeit, wie es funktioniert, eigentlich exakt gleich ist. Diesen Wirbelsprung hatten wir schon mal drauf. Scheinbar ist es hier in Collectania anders, wie sie das performen. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Technisch gesehen ist es das Gleiche. Fast vergessen, wir sollen wieder nach oben und dieses Tor öffnen. Naja, Brüderball durch die Gegend rollen. Mit A und B können wir springen. Mit Y, was? Halt Y gedrückt, um dich langsam und vorsichtig zu bewegen. Aha. Okay. Zeig mal. Wir sind wieder hier. Aha. Gut, gut. Schauen wir mal, wo es weitergeht.
Ich glaube, draußen wurde es ja gerade angezeigt, in diesem Vorschaubild, wie das hier funktioniert. Dann, Freunde, in der nächsten Folge rollen wir mit dem Ball in neue Gebiete, wo wir vorher nicht rein konnten. Seid gespannt, seid gehypt, seid dabei.